Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Dienstag, den 29. Mai. Heute dabei Steam Link, Airbnb und Amazon Prime Video Channels. Ja, ihr merkt schon, nur drei Themen. Ja, so ist es leider, irgendwie war nichts los. Liegt vielleicht auch dran, dass hier in Amerika Memorial Day ist und Feiertag. Der hat anscheinend auch ja, die Tech-Industrie Schicht gemacht. Naja, aber gleich von vorne weg nochmal eine kurze Info. Diese Woche, sprich die restlichen drei Geek Talk Dailies, die von mir kommen, die kommen aus New York. Und dementsprechend kann ich euch leider nicht garantieren, dass sie direkt ab 4 Uhr schon in eurem Podcatcher sind. Eventuell wird es auch mal 5 oder 6. Seht es mir bitte nach. Aber jetzt mal lieber zu den Themen. Steam Link für iOS. Steam Link, das ist ja eine App, die sollte es ermöglichen, auf dem Smartphone PC-Spiele zu spielen, von der Plattform Steam. Und die App hat keine Zulassung bekommen von Apple für den App Store. Das war schon letzte Woche der Fall. Nun hat sich Apples Phil Schiller zu Wort gemeldet, denn er hat wohl Mails von Nutzern bekommen und er hat darauf verwiesen, dass es in den Bereichen User-Generated Content, In-App-Käufe und Content-Codes wohl Probleme gab, sie aber weiterhin mit Valve zusammenarbeiten, das zu beheben. Also, es scheint wohl, dass dann Steam Link als App demnächst wohl auch endlich den Weg in den App Store findet. Wahrscheinlich wird es dann aber ohne Einkäufe im Steam Store sein und auch ohne Zugriff auf den Steam Workshop, denn an den beiden Sachen hakt es dann wohl. Ja, schade, dass so viel drumherum ist. Das hätte man vielleicht wahrscheinlich auch schon vorab irgendwie einfacher lösen können. Oder man akzeptiert einfach, dass man Apples Regeln befolgt und dementsprechend auch wieder Geld abgeben muss. Naja, ganz anderes Thema. Airbnb, die haben mich jetzt echt überrascht, denn die haben LinkedIn überholt, wo ich nochmal gesagt habe, Social Stories als Format, also das Stories-Format, Kurzvideos, Snapchat, Instagram Stories, würden prima zu LinkedIn passen im Business-Kontext, aber Airbnb hat sich das Gleiche gedacht, denn die haben nun auch Social Stories integriert. Heißt bei Airbnb Reisegeschichten und ja, ist so ein bisschen wie Snapchat vor 3 Jahren. 10 Sekunden lange Videos aneinandergereiht. Nicht viel kann man machen, also nicht das, was ihr heute von Snapchat und Insta-Stories gewöhnt seid. Ihr könnt einen kurzen Text, also was heißt Text, ihr könnt das Reiseziel noch mit angeben und einen Untertitel, das war's dann schon. Naja, eventuell bohren die das auch noch auf, aber andererseits, ich finde es irgendwie eine sinnige Sache, dass sie das integriert haben. Aber die Nutzer da wirklich drauf einsteigen auf so einer Plattform wie Airbnb, das ist eher das Spannende, denn eigentlich Content reinliefern tun die wenigsten. Das fängt ja auch schon oft bei den Kommentaren an oder Bewertungen, dass das gar nicht mal so oft geschieht und auch nur auf Nachfrage. Tja, also ein Auge drauf gehalten und mal sehen, wie die Storys sich dort entwickeln. Amazon, die haben ja ihre Prime Video Channels. Und da gibt es jetzt einen neuen Zugang, und zwar den US-Sender Stars. Stars mit einem Z am Ende. Und den kann man jetzt auch in Deutschland, Österreich und Großbritannien abonnieren für 4,99 €. Das Abo kann man wie alle von den Prime Video Channels monatlich kündigen. Man kann es auch 14 Tage kostenlos testen und bekommt damit Zugriff auf den Content des US-Senders. Unter anderem gibt es da die Serien American Gods, Vida und Ash vs. Evil Dead. Stars gehört auch zum Studio Lionsgate, hat damit halt auch noch weiteren Content und wenn euch das interessiert, dann schaut mal in den Link zum stadtbremerhaven.de Blog vom Kashi. Da sind diverse Sachen aufgeführt. Ja, ich weiß nicht generell, ob die Amazon Prime Video Channels überhaupt so mal so richtig ankommen werden und was meint ihr dazu? Schreibt euch doch ruhig auch mal wieder ein paar Kommentare oder Tweets und jetzt möchte ich auch nicht länger drum rumreden und die Folge unnötig füllen mit Laberei. Wie gesagt, kurze Folge, wenig los, Memorial Day in Amerika. Hoffentlich haben wir morgen mehr am Start und wie gesagt, nicht unbedingt um 4 Uhr, eventuell erst um 5 oder 6. Ich hoffe, wir hören euch trotzdem. Und ich hoffe, ihr habt einen großartigen Start in euren Dienstag. Bis dann, ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.